Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 18. Dezember 2018 mit dem Video Wähle deinen Tagesbotschaft, die Antwort auf deine Frage. Ich bitte dich, schließe deine Augen und stimme dich voll und ganz auf dein Thema, auf deinen Tag ein und schwinge dich in der Energie der Kristallschale hinein. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und du bist bereit für die Botschaften. Du kannst hier links oder rechts wählen. Also wenn du links, das ist hier eine Rosenquarz, was du wählen kannst. Und hier, das ist ein Bergkristall. Also wenn du diesen Rosenquarz gewählt hast, ist deine Antwort für dich heute ein Nein, ein klares Nein. Warum? Also Vision. Ich habe eine absolut erfüllende Vision von meinem Leben und erschaffe diese jetzt. Wichtig ist in erster Linie, dass du dir heute erstmal eine Vision erarbeitest, dass du diese Vision vor deinen geistigen Auge vorstellst, dass du genau ja, dich hineinfühlst und diese Vision erstmal kreierst. Und dann kommt die Karte jetzt, ich lebe im Jetzt und im Jetzt erschaffe ich meine Realität bewusst jeden Tag von Neuem. Dass du die Energie auf Jetzt bündelst, das ist ganz wichtig und dann wird es auch weitergehen. Aber im Moment hast du ja das noch nicht gemacht. Also Bube Ariel, eine exzellente Gelegenheit wird dir angeboten. Stipendium oder Streben nach Bildung. Zeit, sich nach der Arbeit zu machen. Also es steht auch noch eine Weiterbildung für dich an. Also das bedeutet, dass du noch nicht so weit bist. Also dass du dich noch weiterentwickelst, dass du dich noch weiterbildest. Und ja, dass du eine Vision hast. Und ändere dein Leben. Also es wird dir auch etwas erhöht. Und dass du die Dinge halt nicht mehr länger aufschiebst, sondern dass du diese Veränderungen, was dir jetzt gegeben wird, diese Gelegenheiten auch annimmst. Also es kommt noch einiges in deinem Leben. Auch eine Veränderung vielleicht, was du auch gar nicht so geplant hast, ja. Und sage dir dann doch, ich bin gesegnet, ich spüre, wie der liebevolle, segende Quelle alles Seins jeden Tag in mir und durch mich wirkt. Also es geht hier wirklich darum, dass man wirklich das auch so spürt, ja, dass man diese Segen in sich trägt, diese liebevolle Segen. Und dann kann dir auch nichts passieren. Da sei nicht traurig, nimm dir die Zeit für die Entwicklung, mache dir neue Visionen, bilde dich weiter und sehe, dass es auch ein Segen in dein Leben ist und nehme die Veränderungen auch an. Das ist für dich heute ein Nein. Wenn du hier diesen Bergkristall gewählt hast, dann ist deine Antwort heute ein Ja. Und zwar, du bekommst Mut. Ich habe den Mut und volle Vertrauen meinem Herzen und meinen Visionen zu folgen. Du hast hier schon Visionen, also. Und du bist auch in deine Selbstwert. Ich bin es mir wert, mir überall in meinem Leben das Beste zuzugestehen. Und das doch wunderbar. So, und König Raphael behalte das größere Bild im Auge, die Details überlasse anderen. Erfahrung, die zu Erfolg führt, echte Sorge um andere. Also, das ist wichtig, dass du das größere Bild, also den Fokus darauf richtest, was wirklich für dich wichtig ist, dass du das erreichst. Alles andere wird für dich, also aus dem geistigen Welt halt gerichtet.
Also es ist wichtig, die Details sind unwichtig, wie du dazu kommst. Also es geht darum, dass du deine Wünsche erreichst, ja? Und dann kommt nochmal, Ritter Gabriel, Zeit aktiv zu werden, große Leidenschaft und Begeisterung für eine Sache, Instinktiv wissen, was genau zu tun ist. Das bedeutet auch, dass du ja so ein Bauchgefühl folgst. Also du weißt schon, was zu tun ist, ja. Und sei dankbar. Ich bin dankbar. Mit Dankbarkeit und Wertschätzung blicke ich auf die Menschen und Umstände in meinem Leben. Also dass du wirklich dankbar bist und auch für alles, was dir widerfahren ist, alle Umstände in deinem Leben. Blicke da drauf mit Wertschätzung. So, das ist deine Botschaft heute mit einem deutlichen Ja, wenn du diese Seite gewählt hast. Wenn du eine persönliche Beratung von mir wünschst, findest du den Kontakt zu mir in den Infobox hier unter dem Video. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.